Durch schwarze Magie ist er imstande, jegliche Kraft aus einem Menschen herauszuziehen. Dieser kann nur noch als Zombie, als lebender Leichnam herumlaufen. Dem Opfer wird eine geheime Droge verabreicht. Der Scheintote wird beigesetzt und nach 3 Tagen heimlich wieder ausgegraben. Ein Gegenmittel holt ihn zurück. Doch es enthält ein Gift, das sein Gehirn zerstört. Vor dem Gift der Schwarzmagier mussten sich schon die weißen Sklavenherren fürchten. Im 18. Jahrhundert ließen sie hunderttausende Menschen die Sklavenstraße von Ouida entlang treiben. Alles sollten sie zurücklassen, ihre Heimat, ihre Freiheit und ihren Glauben. Dennoch breitete sich mit den Sklavenschiffen der Voodoo-Kult in der Welt aus. 9-mal mussten die Männer den Baum des Vergessens umrunden, 7-mal die Frauen und Kinder. Die Sklavenhändler ließen jeden Voodoo-Priester, der ihnen in die Hände fiel, sofort töten. Im Voodoo kann man plötzlich von einer Sekunde zur nächsten in eine andere Welt geraten. Eine Welt voll missverständlicher Symbole. Der Fetischmarkt bietet Gegenstände, deren Bedeutung uns weitgehend verborgen bleibt. In der Luft hängt der Geruch von Verwesung. Der Fetischmarkt ist fester Bestandteil afrikanischer Märkte. Lebende, aber vor allem tote, halb verweste Tiere werden zum Kauf angeboten. Die Knochen dienen zur Herstellung magischer Pulver. Mit Kräutern und Ölen vermischt entstehen daraus Pasten für Heilungsrituale. Ein Tierschädel kann aber auch als Fetisch dienen, als irdische Wohnung eines Gottes. Eulen hingegen werden besonders von Hexen geschätzt. Denn natürlich sind es nicht nur Priester, die sich ihre Utensilien auf einem Fetischmarkt besorgen. Die angebotenen Tiere sind auch Zutaten für schwarzmagische Rituale. Wir erfahren, dass der oberste Hexenmeister von Benin ein 12-jähriger Junge sein soll. Doch genaues will uns niemand sagen. Zum Glück gibt es die Bokonon. Die Wahrsager im Voodoo gehören zu den wenigen, die Hexen und Zauberer samt ihrer finsteren Machenschaften enttarnen können. Ein Bokonon berät auch in Alltagsfragen, bei besonderen Wünschen oder schwierigen Entscheidungen. Du nimmst diese beiden Steine, legst das Geldstück oben drauf, formulierst klar und deutlich deinen Wunsch und legst ihn das wieder hin. Ja? Okay. Ich möchte wissen, ob mein Geschäft weiterhin erfolgreich läuft oder besser wird. Durch die beiden besprochenen Kugeln kann der Wahrsager jetzt mit dem Schicksal kommunizieren. Er befragt das Orakel Fa. Wie bei fast allen Ritualen wird auch hier Palmschnaps geopfert. Er reinigt die Atmosphäre und er fördert die Intuition. An 2 Schnüren sind jeweils 8 Nussschalen befestigt. Lässt sie der Bokonon zu Boden fallen, zeigen geschlossene und offene Seiten nach oben. Aus den 16 Grundzeichen lassen sich 256 Möglichkeiten kombinieren, die Zukunft vorauszusagen. Damit ist Fa eines der komplexesten aller Weissagungssysteme.
vorne, hallo. Nur Eingeweihte können das Orakel deuten. Das Wissen darum wird ausschließlich mündlich überliefert. Der Hellseher hat jetzt durch das Orakel mitgeteilt, dass dein Geschäft zu einer Blüte erwachsen wird, wenn du deinem Vater ein Geschenk bringst. Und dann wirst du sehen, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen. Wir machen uns auf den Weg in Richtung Norden. In der Provinz Daza hoffen wir, an eine andere Wurzel des Voodoo vordringen zu können. Dort ist die Heimat des Eisengottes Gu. Die machtvolle Gottheit ist zuständig für alles, was mit Metall zu tun hat. Ob er bei unserer Panne die Finger im Spiel hat? Wandeln auf den Spuren der Könige von Daza. Das Lied erzählt die Geschichte einer alten Legende. Ein alt gewordener König zog sich auf diesen Berg zurück, um zu sterben. Aber die Götter ließen ihn nicht. Erst als eine Schlange kam und ihm befahl, ein Totenhaus zu bauen, wurde er erlöst. Das steinerne Totenhaus steht noch heute, ein heiliger Ort. Holzfiguren stellen Abbildungen der verschiedenen Könige dar. Antike Kostbarkeiten von unschätzbarem Wert. Glanzstück ist die Truhe von Königin Oyoro. Die hölzerne Wanne bewahrt religiöse Kultgegenstände aus dem Besitz der Königin. Wehe dem, der versuchen würde, eine der Masken zu entwenden. Mächtige Schutzfetische bewachen den heiligen Ort. Etwas unterhalb steht das Dorf der Balau. Wir sind am Ursprung des Eisengottes Gu angekommen. In der Vergangenheit war er vor allem für Werkzeuge und Waffen zuständig. Inzwischen wird sein Schutz auch für den Straßenverkehr erbeten. Im Voodoo gelingt es mühelos, moderne Einflüsse mit alten Glaubensvorstellungen zu verbinden. Das gesamte Dorf steht seit alters her im Dienste des Eisengottes. Alle 5 Tage führen sie zu seinen Ehren ein Opferritual durch. Unter dem Opferstein liegt das Grab des Priesters Okitisu, der hier vor über 400 Jahren beigesetzt wurde. Seit dieser Zeit gilt der Stein als Fetisch. Er ist Gu geweiht und dient ihm als irdische Wohnstätte. Wir erfahren, dass die Balau für ihre Rituale kein Orakel befragen müssen. Ihre Opfer werden immer angenommen. Sie füttern Gu ausschließlich mit frischem Blut. Anstelle der Ziege wurden ihm früher Menschen geopfert. Sklaven, die auf Feldzügen bei Nachbarstämmen geraubt wurden. Innerhalb von Sekunden erfüllt der Geruch von geronnenem Blut die Luft. Für uns ist dieser süßliche Gestank kaum zu ertragen. Doch dann erinnert uns die Freude der Dorfbewohner daran, dass das Schlachten eines Tieres eine tiefe religiöse Bedeutung hat. Es stellt die Verbindung zu ihrem Gott her, der erst durch das Opfer unter ihnen weilen kann. Teil des Rituals ist ein Machtspiel zwischen Priester und Anhängern. Es symbolisiert den Kampf um das getötete Tier. Jeder will einen Teil seiner Kraft für sich gewinnen. Was heute nur noch angedeutet ist, wurde früher tatsächlich vollzogen. Während der Zeremonie wurde das Opfer gegessen. Tiere genießen ein hohes Ansehen in der Naturreligion.